Wenn Sie Formeln erstellen, verwenden Sie Zelladressen oder Namen, um sich auf die Zellen zu beziehen, mit denen die Formel rechnen soll. Genauso einfach, wie Sie sich in einer Formel auf eine Zelle des aktuellen Tabellenblattes beziehen, können Sie Bezüge zu Zellen in anderen Tabellen erstellen. Ein Bezug zu einer Zelle in einer anderen Tabelle, die sich in der gleichen Arbeitsmappe befindet, wird als interner Bezug bezeichnet. Enthält eine Tabelle einen Bezug zu einer anderen Tabelle, ist sie automatisch mit dieser Tabelle verknüpft. Die Tabelle, in der die Zelle mit der Verknüpfungsformel enthalten ist, wird als Zieltabelle. Die Tabelle, in der die Zelle enthalten ist, auf die sich die Verknüpfungsformel bezieht, wird als Quelltabelle bezeichnet. Ändert sich der Inhalt der verknüpften Tabelle, wirkt sich diese Änderung automatisch auf die Zieltabelle aus. Im Beispiel wurde für die Monate Oktober und November ein Arbeitsblatt erstellt, in dem die Barausgaben erfasst und datiert wurden. Um im November zu den aktuellen Ausgaben die Gesamtausgaben des Oktober addieren zu können, verknüpfen Sie die beiden Tabellen und übernehmen die Gesamtausgaben Oktober als Übertrag in den November. Interne Bezüge müssen immer innerhalb einer Formel erstellt werden. Beginnen Sie also in B3 die Verknüpfungsformel mit der Eingabe eines Gleichheitszeichens. Um einen internen Bezug in eine Formel einzufügen, aktivieren Sie dann das Tabellenblatt, auf das Sie sich beziehen wollen. Und klicken dann auf die Zelle, zu der der Bezug erstellt werden soll. Hier im Beispiel also auf B17. Beenden Sie dann die Formelerstellung mit Drücken der Enter-Taste. Obwohl die Gesamtsumme aus Novemberausgaben und Oktoberübertrag nun einfach addiert werden könnte, soll zu Übungszwecken diese Summe nochmals mit einer internen Verknüpfung entwickelt werden. Diesmal wird der Bezug innerhalb einer Berechnung verwendet. Klicken Sie in die Zelle B20 und beginnen Sie die Formel mit einem Gleichheitszeichen. Klicken Sie auf B18 und geben Sie ein Pluszeichen ein. Aktivieren Sie die Tabelle Oktober und klicken Sie auf die Gesamtausgaben in B17. Beenden Sie die Formelerstellung mit Enter.